Wir haben tatsächlich noch Zeit für ein weiteres Level. Also, warum nicht? Einsame Flagge. Oh nein, die Flagge. Wir sollten ja Gesellschaft leisten. Wer ist das denn? Annie? Annie ist the best. Annie is best. Baba is you. Flag is win. Is empty. Door is stop. Wall is stop. Okay. Warum ist Annie the best? Was war mit der besten Annie? Was sollen wir überhaupt machen? Door is empty. Die Tür führt zu nichts. Das geht wirklich. Einfach vom Zoom weggesaugt. Oh mein Gott, wir haben die Ability von Sahando. Oh mein Gott. Heftig. Annie is best. Wir können jetzt hier durchlatschen. Ist das keine Cloud oder so? Vielleicht ist das auch noch Deko. Naja. Flag is win. Komm doch mal nicht hin. Wall is stop. Empty is wall. Also ich werde es bereuen, aber ich will es kurz sehen. Ganz ehrlich, ich habe hier jetzt schon richtig Bock drauf. Ich habe immer Bock drauf auf eine neue Welt. Nur wenn ich da zu lange bleibe, wird es immer zu schwer und zu nervig. Na gut, das hilft nicht. Aber ist trotzdem interessant zu sehen. Okay, na gut, dann muss es woanders hin. Ich kann... was kann ich machen? Baba ist empty, bringt natürlich nichts. Das sterben wir nur. Können... Flag ist empty machen. Da können wir gar nicht mehr gewinnen. Toll. Nee, ich glaube, hier ist noch was anderes gewollt. Ich weiß halt literally noch nicht was. Ich muss ja Doors empty machen. Ups, sorry, Mikro geschlagen. Ich muss ja Doors empty machen, weil sonst komme ich ja gar nicht durch. Ich muss das hier machen. Das hier ist der erste Schritt. Das muss richtig sein. Nur jetzt ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Und warum ist Annie das Best? Wie komme ich zu Annie? Die hat ein Herz da oben. Annie ist Best. Ist das einfach nur so da oder hat das den Sinn? Also bei ihr kriege ich scheinbar auch Gewinn. Ja, diese Winning-Partikel. Aber zu ihr komme ich halt nicht. Das große Problem ist halt einfach gerade Wall is Stop. Wenn ich das hier wegmachen könnte, ist Wall is Stop, dann habe ich gewonnen. Empty is Stop. Da kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja, da bin ich mich gar nicht mehr bewegen. Nee, es ist ja genau das Gegenteil. Empty is wall hatten wir auch schon. Doors wall. Hilft nicht. Nee, ich kann gar nichts machen. Gar nichts. Rein gar nichts. Nee. Kann ich das hier irgendwie auch machen ohne... Vielleicht irgendwie ein Trick dahinter? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich muss es richtig sein. Außer ich mache Empty is Door. Hat das eine. Ja, es hat einen Unterschied, aber einen, der mir noch weniger weiterhilft. Also nein. Door ist empty. Wir haben gar keine Doors mehr. Das heißt, dieses Wort macht keinen Sinn und Stop brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir haben einmal empty und zwei is. Wir können irgendwas empty machen. Baba ist empty, wissen wir schon, bringt nichts. Flag ist empty, bringt nichts. Flag ist door? Würde nichts bringen, weil dann hätten wir nichts, was win ist, oder? Also doch, wir... Ach, wir haben ja Annie, die win ist. Warte mal, ich probier's einfach mal aus. Aber wir haben ja Annie, vielleicht können wir irgendwie zu ihr hin. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Flag is door. Und dann? Door is wall. Ich will eigentlich machen, wall is door und dann door is empty. Und dann ist alles weg. Alle Wände. Aber das funktioniert nicht. Oder? Oder? Ich glaube nicht. Schön und gut. Hilft nur rein gar nichts. Ich komme mir darauf zurück. Hä? Okay, das habe ich jetzt nachgeschaut. Verstehe ich nicht ganz, aber okay, vielleicht werde ich es ja gleich nochmal verstehen. Also, Doors empty. Das muss so sein, das ist so richtig. Und jetzt
Das Einzige, was ich glaube ich noch nicht ausprobiert habe, ist Baba ist empty oder empty ist Baba. Ich meine, okay, macht Sinn, aber ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, das würde nicht funktionieren. Ich könnte auch machen empty is you. Warte, wie funktioniert denn das dann? Dann bin ich die Wörter? Okay, weird. Ja, auf jeden Fall können wir machen. Empty is Baba is you, sonst ist sie überall Baba. Und dann? Achso, da muss ich aufpassen, wo ich hinlatsche, weil ich sonst das empty is Baba is you wegklatsche. Also latsche ich am besten einfach so lange nach oben, bis es aufhört. Oder einfach nach links. Okay, cool. Okay. Ja, keine Ahnung, ob ich schon willkommen zurück gesagt habe, aber ja, willkommen zurück und wir machen weiter. Babas, are you? Ihr seid Baba, nicht Baba, bist du? Ihr seid Baba. Wall is stop. Ice is, keine Ahnung, Rock is defeat and not Baba, ganz wichtig. Rock is push. Win. Baba ist so eingesperrt. Empty is Baba, is you and stop, warte. Ich kann mich duplizieren, für immer und ewig. Okay, was ist mein Plan, was ist mein Ziel hier? Was? Ich kann mich nicht ineinander reintun. So wie Stop oder sowas? Baba Stop oder sowas? Ah ja, End Stop, okay, ja gut. Was will ich denn machen? Also ich kann mich hier unendlich duplizieren und alles. Und jetzt nicht mehr und jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht und... Oh Gott, was? Was? Rock is defeat, blablabla. Wo ist denn Win? Win ist da außerhalb. Wie kann ich denn die Wall stoppen? Also nicht mal stoppen. Also keine Ahnung, hä? Ich will Rock is Baba machen, oder? Nee, eigentlich will ich was anderes machen, aber egal. Ich versuche jetzt mal das, was ich gerade gesagt habe. Nee, das geht gar nicht. Da steht ja auch Rock is not Baba. Rock is defeat and not Baba. Aber hier ist doch so eine riesige Wand. Wie soll ich denn da durchkommen? Dass der Rock push ist, ist doch komplett egal. Hä? Hä? Ich bin jetzt schon stuck. Es gibt nichts anderes mehr, was ich noch nicht probiert habe, habe ich das Gefühl. Also, es wird nicht so sein, aber... So habe ich einfach gerade das Gefühl, was soll ich denn sonst machen? Jetzt mal ohne Witz. Ich meine, wenn ich Rock nicht Baba machen kann, Baba nicht Push machen kann, sind die drei Wörter hier oben komplett irrelevant. Empty wegzumachen, hilft mir nicht. Ich meine, okay, dann dupliziere ich mich nicht mehr, aber hilft mir das? Ich wüsste nicht wie. Und ansonsten... Was soll ich sonst machen? Also, wie gesagt, ich bin jetzt schon stuck. Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr. Und das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Nee, keine Ahnung. Muss ich schon wieder nachgucken. Ich überlege. Nee. Was soll ich bitte noch anstellen hier? Rock is empty, oder? Wait. Ist es das? Ah, verdammt, warte. Warte. Ah, jetzt stehen aber alle so im Weg. Das ist so nervig. Warte. Rock is empty ist, glaube ich, das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, was in meinen Augen Sinn machen würde. Ja. Ah, aber dafür muss ich... Okay, warte. Dafür muss ich erstmal das Empty wegmachen. So, damit das nicht mehr nervt, wie alles dupliziert wird. Aber selbst das funktioniert nicht. Ich komme doch jetzt gar nicht da dran. Boah. Ah. Oder ich mach's einfach so. Ja. So funktioniert zumindest. Rock is empty, das heißt... Empty is you, jetzt bin ich da oben. Haha, und nun? Nicht mehr duplizieren, genau. Ich hole mir da unten das Win und ich habe versaut.
Ich glaube, ich habe einfach oben an der Ecke. Ach, ich muss spammen. Yeah, komm zurück. Ich habe, glaube ich, einfach oben zu viele Babas gespawnt. Ich muss einfach sofort wegmachen. Genau, einer reicht einfach. Einer reicht. Mit ihm hole ich jetzt das Win. Bitte nichts verschieben da unten, was auch immer er da macht. Eis ist Win. Oh Gott, ich hätte fast nachgeschaut. Aber irgendwie habe ich Sonder rausgefunden. Yay, I guess. Gucken wir mal, was es hier rechts noch zu machen gibt, sage ich mal. Ne? Weil hier links ist ja alles so lila, hier ist alles so dunkel. Bitte halte meinen Schlüssel. Ja, halt mal. Okay. Key is push and fall? Was ist denn fall? Fallen? Hm? Neue Gameplay-Mechanik. Ach, wahrscheinlich wegen der Wolke. Wolke ist wahrscheinlich oben und wenn es dann fällt, dann ist es weg. Kann ich mir vorstellen. Baba is you. Is key open? Flag is win, door is shut. Cloud and door is stop. Okay. Das heißt... Wait. Warte mal. Das ist ja... Okay, das heißt aber dann, dass Baba is you kein Top-Down-Spiel ist, sondern wenn das hier Fall ist und das fällt von da nach da unten hin, dann heißt das ja, dass das ja mehr oder weniger side-scrollerisch ist. Das... Was heißt das für... Oh Gott, mein Kopf. Nein, komm, lassen wir's. Okay. Ich glaube, ich kann doch einfach so eine Brücke damit bauen, oder? Ich baue ihm einfach so eine Brücke. Obwohl, jetzt habe ich es, glaube ich, versaut. Ich weiß es nicht. Aber jetzt kriege ich doch den Rest hier gar nicht mehr weg. Ich kann hier die Brücke immer und immer weiter bauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird mir jetzt nicht helfen. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ja, auch wenn es mir wahrscheinlich nicht weiterhilft. Ganz langsam, ganz vorsichtig und geschmeidig. So, und jetzt? Wie mache ich jetzt Keys Open? Nee, das habe ich falsch gemacht. Jetzt glaube ich, habe ich eine bessere Idee. Ja, so sieht's aus. Moment. Freunde, lasst mich erstmal machen hier. Lasst mich experimentieren. Mhm. Schaut, dann habe ich das Is noch bei mir. So, kann das Key direkt auch da rein tun. Key ist open. Und dann habe ich es doch eigentlich, oder? Jaha! Okay. Na gut, dann jetzt wieder zurück. Denn die 5 befindet sich hier. Schreckgeschichte. Oh Gott, wen würdest du das hier erschrecken, Mann? Gut, dass ich Luigi bin. Flag is win, Cloud is stop. Rocket, also Rakete, ist push. Wir haben jetzt eine Rakete. Baba is you. Empty. Also, Rakete können wir schubsen? Das ist hier so seitlich. Hä, aber es ist doch nicht top-down. Also, aber doch, aber nein, aber... was? Okay, wir können empty is you machen. Huh. Was? Wie krieg ich das hin? Wie habe ich das jetzt gemacht? Huh. Was zum... Hä? Was? Ich verstehe nicht, wie empty is you funktioniert, ne? Kann ich bitte... Please. Danke. Ich verstehe nicht, wie empty is you funktioniert. Aber ich bin froh, dass wir heute richtig viele Level hinkriegen. What the hell? Oh, Existenzkrise. Existential Crisis. Ah, oh nein. Wow. Cloud is stop. Rocket is push. Moon, also der Mond, ist defeat. Was haben wir denn hier in Moon? Ach so, diese Halbsichel da. Okay. Empty is empty. Okay, also wir können nicht empty sein. Flag is. Und dann können wir da oben Wind schieben. Aber können wir nicht, weil die Moon killt uns. Was wollen wir machen? Empty is push. Ah, ich bin stuck. Okay, das funktioniert irgendwie nicht.
Okay, was? Ich bin übelst verwirrt. Empty ist Baba, kann ich nicht machen, weil empty ist empty, das bleibt so. Rocket kann ich pushen. Moon ist defeat. Okay, warte mal, wenn ich den Rocket pushen kann, dann kann ich ihn doch theoretisch hier raus pushen. Und dann? Ja, was dann? Ich dachte, ich schieb ihn da oben durch die Sicherheit, aber das hilft ja irgendwie auch nicht. Ich kann auch nicht Rocket steuern, das ist das. Wäre ziemlich cool, wenn ich irgendwie das Rocket reinfliegen könnte. Dann kann ich so über Sachen fliegen, alles was so schwebt, das wäre cool. Aber so funktioniert es halt nicht. Was? Aber warum funktioniert denn nicht Empty is Push? Wieso bin ich da denn stuck? Das verstehe ich nicht so ganz. Da, wieso? Da kann ich auch eigentlich... Okay, wenn ich Empty's Push mache, ist alles stuck. Also das hilft überhaupt nicht. Empty ist Baba. Wie gesagt, das funktioniert nicht, weil Empty ist Empty. Und... Ja, Baba Push machen... Ich weiß wirklich nicht, wie das irgendwie hilfreich ist, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich kann es ja theoretisch jetzt wieder reaktivieren, aber es hilft nicht, denke ich. Okay, toll, ich bin Push. Und jetzt? Ich meine, ich kann dann die Mondsichel dadurch auch nicht wegmachen. Nee. Und die Sterne, helfen die? Nö, sind Deko. Nee, also, da bin ich stuck. Nee. Kann mit denen auch nicht durchfliegen. Aber was will ich mit dem Empty, wenn Empty Empty ist? Dann kann ich doch das Empty gar nicht benutzen. Wenn Empty Empty ist, ist das Empty für mich Empty. Versteht ihr? Ich kann auch nicht Empty is you ma- Ey, what? Warte, was? Warte, was? Wartet mal. Wie bitte? Hä? Wie bitte? Nein, warte. Ich meine, jetzt ist das hier raus. Aber das hilft mir nicht. Wieso geht es denn immer nur einen Schritt durch? Seht ihr das? Es geht immer nur einen Schritt. Nur einmal kurz durch den Mond oder nicht durch den Mond? Ich verstehe, wie gesagt, immer noch nicht, wie Empty funktioniert, ne? Ich check's einfach nicht. Ha? Ich versuch's mal zu rekreieren, was ich gerade gesehen habe. Also. Wir haben eine Rakete. Diese Rakete. Die schieben wir hier rein. So wie ich es mir am Anfang gedacht habe, aber ich habe es dann irgendwie gelassen, nicht ausprobiert. Okay. Wenn die jetzt nämlich da ist, aus irgendeinem Grund können wir die dann, wenn wir empty sind, da nach oben weiterschieben. Und dann nach links. Ja. Wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie empty funktioniert, aber es funktioniert. Ja. Okay. Ich verstehe nicht, wie ich jetzt wieder zurückverwandeln kann. Warte, vielleicht habe ich das einfach falsch gebaut. Moment. Schub sie nochmal zurück. Ne, eigentlich habe ich es richtig gebaut. Meine ich. Empty. Ja, schön. Moment. Ja, und jetzt bitte schieben. Jetzt bitte schieben. Was zum Teufel? Wieso bin ich jetzt Push? Hä? Ah, ich verstehe es nicht. Oh Gott, ich verstehe Empty nicht. Das muss mir einer von euch erklären, oder? Keine Ahnung. Irgendwer muss mir erklären. Wieso kann ich... Hä? Ich verstehe es nicht. Wieso bin ich jetzt die Rakete? Hä? Wieso bin ich manchmal... Okay, warte. Ich baue es einfach woanders hin. Okay? Ups. Nee, ich kann es ja gleich woanders hinbauen. Das muss ja nicht so sein. Wieso funktioniert es auch nicht?
Aber in dem Video war das Level auch ein bisschen anders aufgebaut. Ich glaube, das haben die geändert, das Level. Vielleicht, dass es schwerer ist oder so. So. Jetzt. Bitte. Ändern. Please. Okay, Moment. Dann lassen wir das einfach hier. Das sollte eigentlich auch genügen, wenn wir das da lassen. Weil schau, ich kriege das ja immer noch hier durch. Und ich kann ja empty immer noch Baba machen. Oder was auch immer das jetzt heißt für mich. Ja, das ist gar nicht mehr so schlecht. Und jetzt wollen wir... Baba ist Push. Und dann... Empty. Warte, wie machen wir das? Baba ist Push. Wollen wir auf jeden Fall haben. Genau. Genau. Jetzt kann Baba nämlich hier durch. Und jetzt... verdammt, wartet. Jetzt will ich mich wieder zu Baba verwandeln. Jetzt. Ja. Ey. Was? Okay, genau, ja. Funktioniert, klappt. Toll, nice. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber wir kriegen das hin. Warte mal, ist die Welt so klein? Also wenn hier links nur noch 3 Felder sind und hier rechts nur noch 5 Felder, dann... Wow. Krass. Ja. Hohe Ziele. Die sollte man sich nicht setzen, sonst fällt man ganz tief hinab. Dust. Ich habe du gelesen. Dust. Also Staub ist Win. Was ist denn der Staub hier? Hä? Keine Ahnung. Guck ich gleich. Cloud ist Stop. Baba ist You. Star, also der Stern, ist Shut. Star has Dust. Okay, der Stern hat Staub. Remaining Kill. Cool. Ice ist Stop. Cloud is not you. Also können sich in Cloud verwandeln. Ach mal, aber ich verstehe die Fantasy spielen. Ja, egal. Moon is push and open and fall. Was? Okay, also der Mond ist der Schlüssel. Der Mond muss in den Stern. Der Stern wird dann zu Staub und der Staub lässt mich das Spiel gewinnen. Aber der Mond fällt. Und wenn er fällt, ist er kaputt. Mehr oder weniger. Also ich kann ihn nicht benutzen. Das ist viel für mich kaputt. Ich habe 2 Babas. Ich denke mal, das ist wichtig, dass ich 2 habe. Wenn Cloud nicht Stop wäre, dann tschum, fällt der Mond einfach direkt runter. Ja. Okay, wir können beide Babas hier durchkriegen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir einen Baba als eine Treppe benutzen und den anderen Baba als ein, ja, so ein Schieben. So zum Schieben benutzen, ja, genau. Ungefähr so, habe ich das Gefühl. Nur ist das ja extra so gebaut, dass das nicht unbedingt so einfach ist, nachzukreieren, ja. Andersrum, ich würde es andersrum machen. Ungefähr so? Nee, ich glaube, das funktioniert gar nicht. Oder? Kann der andere Baba das festhalten? Die Antwort lautet nein. Ich weiß es gar nicht. Nee. Das funktioniert so nicht. Wie kriege ich das da hoch? Habe ich irgendwas übersehen? Die Cloud muss ja Stop sein. Und Baba muss ich sein. Warum ist das Swin noch nicht aktiviert? Ich kann das Is da einfach rausnehmen. Baba ist Cloud? Also kann ich doch Cloud sein. Ah ne, wir haben unten rechts da stehen. Cloud is not you. Also es würde nichts bringen. Aber es muss doch einen Grund geben, warum das nicht automatisch auf Win gestellt ist. Wir müssen doch wahrscheinlich irgendwas hier mit dem Is jetzt anfangen können, oder? Baba ist Cloud. Ich versuch's mal, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Doch? Achso, aber Cloud ist nicht you. Und Cloud ist Baba, können wir nicht machen. Aber wir können doch. Bestimmt. Ja. Doch. Jetzt haben wir mehrere Babas. Okay. Aber das hilft mir überhaupt nicht. Oh Gott. Was? Irgendwie finde ich es lustig, aber
Ja, keine Ahnung, Mann. Ich denke mal, das hier soll einfach uns beide so perfekt splitten, dass wir genau in der Formation sind, wie wir sein sollen. Oder sowas. Warte mal, das kann ich doch locker auffangen. Wenn ich mich nur ein Stückchen hier verändere. Andersrum. Warte mal, andersrum. Wie mache ich das hier? Ja. Der kann ihn doch bestimmt... Ach, Baba ist... Ah. Warte mal, Baba ist Stop könnten wir machen, oder? Würde es gehen? Baba ist Stop und dann kann ich da drauf landen, oder das Ding kann da drauf landen, auf mir drauf. Oh Gott, wie mache ich das jetzt, ohne es kaputt zu machen? Gar nicht, oder? Einfach gar nicht, das geht einfach gar nicht. Was habe ich getan? Seit wann bin ich so nah aneinander? Hab ich irgendwie kaputt gemacht. Oder ich mach's einfach so. Aha. Verdammt. Baba ist Stop. Ja, toll, aber das Ding ist uns schon runtergefallen. Nee, das kann's nicht sein. Warte mal. Warte mal. Das ist Cloud? Und dann ist Win. Ah ne, es muss andersrum sein, ne? Ah. Das hilft so rum nicht. Das muss andersrum sein. Ne, dann habe ich keine Ahnung mehr. Aber ich wette, ich war an einer anderen Lösung dran. Schauen wir mal. Okay, ich habe nur angefangen, mir die Lösung anzuschauen. Und ich lag richtig, mehr oder weniger, mit dem Cloud is Stop machen. Oder halt nicht Cloud is Stop machen, sondern Baba is Stop. Ich lag mit meiner Idee richtig. Nur musste ich halt einen Weg finden, das hier irgendwie richtig zu schieben. Ohne dass es halt runterfällt. Haha, jetzt weiß ich's. Und zwar holen wir hier das Is runter. Packen das Is dann. Direkt neben dem anderen Is. Und dann... Bam! Jetzt können wir nämlich... Baba ist Stop machen. So wie ich mir schon gedacht habe. So, und jetzt will ich mal selber ausprobieren, ohne nachzuschauen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, weil die Idee von vorhin war eigentlich richtig. Dass mein anderer Baba da unten das jetzt nämlich auffängt, sage ich mal, ne? Ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wie behebe ich den? So behebe ich den. Ungefähr. Ja. Mehr oder weniger. Nee, nicht ganz. Wait. Jetzt. Haha, schaut. Nein! Ich kann ihn nur nach oben tragen. Oh, aber ich kann es auch so machen. Oh, das ist cool. Was ist das denn? Das soll Staub sein? Okay, das ist Staub. So Partikel. Interessant, aber ja. Jetzt war ich ziemlich durch. Okay, ich habe nur halb nachgeschaut, Leute. Ja, das müsst ihr mir so dazu schreiben. Ja, ich habe es nur halb nachgeschaut. Aber gut, beim nächsten Mal könnten wir vielleicht sogar die Welt schon abschießen, wenn die wirklich so kurz ist. Wow.